Hallihallo, herzlich willkommen zurück auf Pandora. Wir haben in der letzten Folge alle drei Splitter gesammelt und reden jetzt mal mit dem Spezialisten hier. Ah, Silzan, die drei Splitter. Das hast du gut gemacht. Aber ich warne dich, wir werden viele Lieder brauchen. Eine Weide ist nur der Anfang der Reise. Ja, ja, ja. Ich werde nun dieses Lied einsammeln. Dann tu dies. Was machst du da? Wir müssen Baumharmonische ziehen. Splitter mit Baum verbinden. Helfen Harmonische finden. Harmonische hilft schlafenden Seelenbrunnen zu finden. Nein! Dungoray! Er ist tot. Ermordet. Was sollen wir denn jetzt machen? Du beendest. Entziehe Harmonische. Ich? Du machst wohl Witze. Ich weiß nichts über Harmonische. Genug geredet. Entziehe Harmonische. Das war mal ein einwandfreier Kopfschuss. Ist noch immer dem aufgefallen, dass er in der Cutscene noch geblinzelt hat? Entschuldigung, ich mach das gerade ein bisschen kaputt, ich weiß. Das war jetzt schon sehr ungünstiges Timing, möchte ich mal sagen. Hier flattert's noch irgendwo. Und wir kennen das Spiel ja. Last but not least, Nummer 3. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Hallo, Tanjala. Ich bin erstaunt. Lungoray sah deinen Geist. Er hat sich nicht geirrt. Silzan Aungia, das ist ein gutes Omen. Wir müssen dieses Lied zurück zum Kilotral bringen. Besprich dich mit der Sahik. Sie wird von deinen Taten wissen. Okay, wir müssen zurück zum Hausbaum. Das machen wir natürlich sofort. Und praktischerweise steht unser Pilot direkt um die Ecke. Wir haben hier alles erledigt. Wir waren fast überall. Da, wo wir noch nicht waren, das bleibt dann wohl unentdeckt. So, hey. Ich möchte gerne nach Hause. Ja, durch einen klitzekleinen Ladebildschirm, den ich nicht rausschneiden werde, weil so lange sind die Dinger ja nicht. Okay, ein neues Audiotagebuch. Da hören wir natürlich gleich mal rein. Personalakten, Audiotagebuch Nummer 4. Das war ein verrückter Tag. Lungoray, mein Begleiter, wurde getötet. Und dann entdeckte ich, dass ich etwas kann, was kaum ein Navi kann. Es gelang mir, der alten Weide einen Gesang zu entlocken. Im Prinzip ist es ein harmonisches Signal, fremdartig, aber einfach zu dechiffrieren. Zumindest für mich. Die Sahi glaubt, dass wir damit den toten Seelenbrunnen finden werden, den Falco sucht. Ich soll jetzt also alle Gesänge beschaffen. Natürlich können nur wir das. Und sonst niemand, wir sind ja Signalexperte. Wir liefern die harmonische, das Lied, was auch immer, liefern jetzt mal bei der Oma oben ab. Einmal rundherum. Ich frage mich, ob das der gleiche Hausbaum ist, der im Film zerstört wird. Spoiler-Alarm, wer den Film nicht gesehen hat, jetzt gucken gehen. Lungorays Tod bringt große Sorgen. Doch mit der Sorge kommt Hoffnung. Kann ich meinen Ohren trauen? Du hast das Lied? Ich weiß nicht wie, aber ja. Ich habe die harmonische. Das Lied, die Melodie, wie auch immer du es nennen willst. Iva ist dir wohlgesinnt. Bitte, sing für mich. Kann ich nicht einfach ein paar Takte summen? Segen. Oh, ich kann doch gar nicht singen. Wir kriegen ein kleines Upgrade. Nice.
Ich kann doch nicht singen. Sehr schön. Das kennen wir auf etwas andere Art und Weise. Das hast du gut gemacht. Dies ist der erste Schritt auf unserem Pfad. Wie viele Schritte gibt es? Den Ort zu finden ist ein Schritt. Mit Iwa zu sprechen ist der nächste. Dazu ist die Njave Mokri nötig, die Erststimme. Nur die Erststimme erweckt den Seelenbrunnen. Dann können alle Navi mit Iwa kommunizieren. Jede Generation bringt eine Njave Mokri hervor, die unter uns wandelt. Keiner weiß, wer es ist. Du könntest es sein, ja? Hey Lady, immer langsam mit dem Hokuspokus. Ich bin nur für Signale zuständig. Trotzdem wird der Pfad zum stillgelegten Seelenbrunnen klarer. Sprich mit Tanjala. Er wird dich zum nächsten Lied führen. Mission abgeschlossen. Ich frage mich, ob wir das überhaupt wirklich sein können. Ich meine, wir sind ja nicht geboren worden. Wir sind... Also, der Avatar-Körper ist aus einem Tank gekommen. Deswegen... Ja gut, okay. Nehmen wir das einfach mal so als gegeben hin. Wie viel können wir hier im Hausbaum eigentlich erforschen? Es gibt hier ein GMI? GMI, genau. Es gibt hier ein... Ah, hör auf zu ruckeln, du. Ja, ein Baum der Vision, tatsächlich. Einmal aktivieren, bitte. Es gibt nur diesen einen, oder? Ja, anscheinend schon. Okay, dann auf zu Tanjala. Heiß. Das ist das Erste, was man macht, wenn man ein Spiel hat. Man läuft ins Feuer und schaut, ob man Schaden nimmt. Man kann nicht ins Feuer laufen. Clever gelöst. Hey, Tanjala. Wir fliegen nach Toruk-Naring. Das nächste Lied wartet. Ich höre, der Mensch Falco will dich tot sehen. Wir werden das nicht zulassen. Du bist jetzt einer von uns. Danke, Tanjala. Diese Welt kannte bisher keinen Krieg. Das darf nie wieder passieren. Auf nach Toruk-Naring. Wir fliegen zu dem neuen Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und ich weiß nicht, ob man das hier Krieg nennen kann. Ich meine, das ist eher ein Massaker. Aber gut. Nein, nicht gut, aber ja. Wir machen uns auf in die nächste Karte. Welt. Zum nächsten Ort. Ladebildschirm. Die Menschen, sie fliehen vor uns. Das ist ein gutes Omen. Sie sammeln sich, um uns an anderer Stelle anzugreifen. Hat der Große recht? Die Firma würde sich doch niemals zurückziehen. Sieht wie eine größere Umgruppierung aus. Finden wir heraus, wo sich die Maschinen versammeln. Lass den Menschen seine Suche fortsetzen. Er wird im Wald nicht lange überleben. Ryder, Amantis Krieger sind unter uns. Finde Amanti. Sie ist weise und mächtig. Sie wird dich führen. Wir sehen uns später. Viel Glück, Tanjala. Dieser Weidamo ist mir zutiefst unsympathisch. Und wir hören natürlich gleich mal in das neue Audio-Tagebuch rein. Ah, da oben. Die Sahig des Clans investiert viel in mich. Zu viel meiner Meinung nach. Jetzt redet sie von der Erststimme, von einem seltenen Navi, der weiß, wie man eine tote Stätte wiedererweckt. Sie hält mich für diese Erststimme. Ich wollte hier neu anfangen. Und jetzt wollen sie, dass ich die Toten wiederbelebe. Was geschieht, wenn sie herausfinden, dass sie falsch liegen? Dann werden wir am nächsten Baum aufgeknüpft. Mal schauen, ob wir noch was über Toruk-Naring herausfinden. Allgemeiner Name Leowald. Wald des Leonopterix. Anmerkung, Sichtungen des gefürchteten Leonopterix sind selten und tödlich. Zoologische Forschungsprojekte RDA. Ich weiß nicht, ob wir den Zoopterix schon in unserem... Nein, wir haben ihn noch nicht. Ich hoffe, wir begegnen dem nicht, weil wenn es das ist, was ich glaube, dass es ist, dann haben wir die Arschkarte gezogen. Amanti, dich sollen wir finden.
Los geht's. Du kommst wegen der Splitter. Das muss warten. Wie ich höre, ziehen sich die Truppen zurück. Ja, aber das Himmelsvolk zerstört auf seinem Rückzug alles, selbst die Geschöpfe, die es in Käfigen eingesperrt hat. Iva weint. Damit kommen sie nicht durch. Ich werde sie aufhalten. Sei gewarnt. Manche Tiere verhalten sich wie Dämonen. Dein Volk hat sie verändert. Sie sprechen nicht mehr mit Iva. Wir sollen nach Osten gehen, die RDA-Leute töten und die von der RDA kontrollierten Tiere töten. Das ist ziemlich viel für einen Tag. Was bist du eigentlich? Du siehst aus wie Schnecke. Schneckenhaus. Sehr naheliegend, doch. Okay. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Man kann sagen, was man will. Gut aussehen tut es auf jeden Fall. Ich werde da jetzt nicht runterspringen, wir werden es nämlich nicht überleben. Ich weiß das, weil ich schon mal ausprobiert habe. Mehr oder weniger freiwillig. Naja, eher weniger freiwillig. So, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Was seid ihr denn? Genetisch veränderter Natterwolf. Relativ widerstandsfähig, die Tierchen. Und sowas von wuselig. Stillhalten, du. Ich würde sagen, wir riskieren es einfach. Okay. Das lief mehr oder weniger gut. So, wirklich. Ich hasse das Geräusch von Hubschraubern. Oh, holy moly. Ach, komm schon. Das Schießen hier ist echt nicht feierlich. Jo, spring halt mal runter. Weh, du stirbst beim Aufschlag. Mach ich dich persönlich dafür verantwortlich, was als nächstes passiert. Hör auf, ihn durch die Gegend zu prügeln. Wir springen jetzt auch einfach mal runter und hauen drauf. Sehr gut, das hätten wir erledigt. Oh! Nicht so geil. Kann der uns hier unten drin treffen? Ich hoffe sehr, dass er es nicht kann. Einlass. Er kann es doch. Nein, 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 nein. Das kam jetzt aber richtig spät. Wir erholen uns mal. Keine Chance, das Ding zu beschädigen. Deswegen, wir versuchen es mal von oben. Vielleicht hat er Glück. Au, 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 au. Ah, das ist mies. Ganz kurz warten. Okay. Weiter geht's. Ah, dang it. Wie sollen wir den denn bitte zerstören? Wir kratzen ihn ja nicht mal an. Hat ihn das beschädigt? Wahrscheinlich minimal. Au, 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 au. Verdammt nochmal. Nein. Waffen. Die Keule mal schnell austauschen gegen... Nehmen wir einfach mal die neue M60. Die übrigens sehr, sehr böse aussieht. Keine Chance, das blöde Ding zu erwischen. Sie sind noch da. Vertreibt sie doch. Hallo. Überraschung. Ich glaube, wir hätten hier nicht runtergehen sollen. Ich weiß nicht, ob wir wieder hochkommen und wie wir wieder hochkommen. Aber hier scheint es einen Weg zu geben. So, wo ist das MG? Aua, 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 aua. Was? Von wo?
Wo kommst du denn her? Mann, das sieht übel aus. Wo ist dieser verfluchte Heli? Wieder lebt noch. Das gibt's doch nicht. Bringt mir diesen Heli da runter. Hört her, sie sind da draußen. Töten. Sein, dass ich der eigentlich nicht an diese Stelle bewegen sollte. Verdammt. Der trifft uns ja wirklich überall. Ich sehe nichts mehr. So, wo ist er? Ich habe Angst, dass ich gleich wieder in irgendein Loch reinfalle. Verursacht das auch nur eine klitzekleine Art von Schaden. Ja, flieg zurück, da kann ich dich nämlich treffen. Haben wir hier noch irgendwo für diesen coolen explosiven Bären? Heilen, nur für den Fall. Ich sehe keine. Das tat uns, glaube ich, mehr weh als dem Heli. Keine Chance. Jetzt hängt er da oben fest. Top. Nein, hängt er nicht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Sowas. Warum können wir ihn nicht direkt beschädigen? Flieg nochmal über die schönen Berries da drüber. Versuche jetzt mal, ihn hier rüber zu locken. Schaden. Vielleicht haben wir mit der Armbrust mehr Erfolg, wer weiß. Kampfstab, Keule, Armbrust. Armbrust. Zip. Das hat funktioniert, aber die M60 war wirkungslos. Gut zu wissen. Das hätten wir geschafft. Ruckel die Ruck. Das hat jetzt aber echt unnötig lange gedauert. Hallo? Würdest du mal bitte da hochklettern? Jetzt. So, hey. Du hast hier gute Arbeit geleistet, aber jetzt musst du Bedamo aufsuchen. Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Weiß er, dass ich komme? Nein, aber er wird deine Hilfe sehr schätzen. Ja. Ich glaube eher weniger. Leider ist auch diese Folge schon wieder vorbei. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich irgendwie zu diesem grumpy Typ da hinten kommen, der unsere Hilfe mal so gar nicht zu schätzen weiß. Bis dahin, tschüss!